Hast du geübt? Lauen, 7 ja. Jahre behauptet, ich erkenne mehr Formel-1-Rennstrecken auf der ganzen Welt besser als Formel-1-Legende Gerhard Berger. Lauren und Gerhard bekommen immer abwechselnd eine Strecke gezeigt, deren Verlauf erst nach und nach sichtbar wird. Je schneller die Strecke richtig erkannt wird, desto mehr Punkte gibt es. Wer mehr Punkte hat, gewinnt das Duell. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Und hier kommt die erste Strecke für Lauren. Lauren? Lauren, Achtung! Großer Preis von England, Silverstone. Großer Preis von Großbritannien, England in Silverstone. Und das ist richtig. Jawohl. Dein erster Punkt. Ein Punkt. Ne? Ja. So, und jetzt erste Aufgabe für Gerhard Berger. Eigentlich kann man es schon am Klang erkennen. Hockenheim. Du sagst, das ist dann der große Preis von Deutschland. Große Preis von Deutschland in Hockenheim. Und das ist richtig. Jawohl. Da hast du auch mal gewonnen, ne? Ja. Sehr super. Zweimal. Ja? Zweimal sogar? Ja. Okay, sehr gut. Zweimal gewonnen da. So, es steht 1:1. Nächste Aufgabe für Lauren. Lange gerade. Großer Preis von Italien, Monza. Aha. Woran erkennt man das so schnell? Man weiß es einfach, gell? Ja. Ja. Okay, dann gucken wir. Und es ist der große Preis von Italien, Monza. Da hat Michael Schumacher seinerzeit seine ersten WM-Punkte geholt. Und wir haben ein 3:1 für Lauren. Leute, was reimt sich auf abonnieren? Panieren, flanieren, aber auch jonglieren. Ja, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke. Nächste Aufgabe für Gerhard Berger. Sao Paulo. Sao Paulo, großer Preis von Brasilien. Brasilien. Fahren die da auch andersrum? Ja. Okay. Es ist richtig. Jawohl. Drei zu drei. Der macht es ja nicht einfach, ne? Ganz schön Kämpfen. Spannend. Ne? Also bist du vorne. Es steht unentschieden und Lauren ist mit seiner nächsten Aufgabe dran. Großer Preis in Abu Dhabi. Aha, sieht man auch in dem ganzen Sand da, ne? Das ist richtig. Zwei Punkte dazu. 5 Punkte für dich, 5:3. Ja? Nächste Aufgabe für Gerhard Berger. Jerez, Spanien. Großer Preis von Spanien, gut. Es ist der große Preis von Spanien in Jerez. Fünf zu fünf. Und nächste Aufgabe für Lauren. Australien, Adelaide. Ja. Okay. Der große Meister. Ja, Gerhard Berger sagt auch, das stimmt. Und wenn das richtig ist, gibt es noch mal 2 Punkte obendrauf. Großer Preis von Australien. Ist gut. 7:5. 7:5 führst du jetzt, ne? Gerhard, volle Konzentration.
Spa. Spa in Belgien. Und es ist Spa in Belgien. Und damit, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt so realisiert hast, das war ja die letzte Aufgabe für dich, haben wir folgenden Endstand. Wir gucken mal drauf. Gerhard Berger gewinnt das Formel-1-Duell mit 8:7. Ui. Ja, da, Laurin, komm her. Komm her. Hat er richtig gut gemacht, ne? Aber du hast das sensationell gemacht, Laurin. Ja? Ja. Und wenn ihr noch mehr coole Videos sehen wollt, geht direkt hier weiter und lasst natürlich ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr gar nichts mehr.